Ja, da bin ich kurzzeitig unvorsichtig geworden. So, einmal rufen, bitte. So, runter. Und ja, ich lege den Ring an, um die Menschlichkeit, die ich jetzt gerade ausgegeben habe, wieder reinzubekommen. Normalerweise bin ich beim Menace nie so unvorsichtig, wie ich es gerade war. Das ist nämlich einer der schwierigsten Bosse im Spiel. Dank des Add-ons. So. Und ja, die geben nur 10 pro Typ, pro Fuzzi. Die mittleren. Das heißt, die kleinen geben gerade mal 5 Seelen. So. Vorsicht ist besser als Nachsicht hier. So, weil jetzt geht's hier hoch, zurück zum dem Magier. Weg mit dir. Grüne Scherbe, warum nicht? Ja, roll irgendwo hin. Während ich mich auf dem Weg nach unten mache. Dummdi-dummdi-dai. Um mich jetzt auf den direkten Weg zum Menace machen kann. So, euch beide weg. Ihr habt leider nichts für mich dabei. Euch hier hinten weg. So, einer ist weg. Noch einer weg. Und der letzte weg. Und da kriegen wir die Menschlichkeit wieder, die ich gerade ausgegeben habe. So, währenddessen, während wir uns gerade hochheilen, wechsle ich wieder den Ring. Chlorantiering. Heil mich nochmal. So. Schwert in die Hand. Wir sind menschlich. Also ab durch den Nebel. Die Sequenz können wir dieses Mal überspringen. Phantom beschwören. Seelen einsacken. Autsch, gepackt werden und rumgeschleudert werden. Ja. Genau, geh auf Sif. Nein, nicht auf mich losgehen. So, genau, springen und wir hauen auf deine Hand drauf. Nein, das klappt leider nicht. Au. Wow. Genau, wir hauen die hinten drauf. So, und dann gehen wir weg. Hauen einmal drauf und gehen wieder weg. So. Wow, genau der Schlag ist böse. Autsch, das hat unser Schild einmal komplett weggebasht. Und da haben wir die Bug getroffen. Au. Und ja, er geht wieder auf Sif los. Wow, da sollten wir aufpassen, dass wir nicht vor ihm stehen dabei. So, sondern ihn ein bisschen von hinten bearbeiten. Wow, genau, dieser Arm ist böse.
Und ja, Sif muss doch ganz schön viel einstecken. Au, jetzt hat er uns erwischt. Wow, das ist jetzt übel. Weil er jetzt anfängt zu zaubern. Okay. Jetzt macht er seinen Regen. Der ist eher harmlos. Wow, das jedoch nicht. Das war seine grobe Kenne. Wow, das ist das Heftigste, was er machen kann. Jetzt müssen wir gucken, dass wir schön nah an ihm dranbleiben. Außer wenn er sich aufregt, natürlich. Au. Wow. Dass uns das jetzt nicht getötet hat, war Glück. Okay, wegrennen. Und auf seine Hand schlagen. Boah, das hat uns... Okay, Sif wird es wahrscheinlich nicht überleben. Wow, aber dem sind wir gut ausgewichen. Genau, großer grauer Wolf Sif besiegt. Und wieder sein Regen. Der allerdings recht harmlos ist. Wow, das hat gesessen. Gleich mal trinken. So, einmal zuschlagen. Autsch. Und von ihm zerstampft werden. Trinken. Ja. So, seinen Regen können wir ruhig abkriegen. Au, seine Keule jedoch nicht. Ja. Au. Wow, das tut weh. Das tut noch mehr weh. So. Au, ja. Die Attacke ist schmerzhaft. Jetzt regt er sich wieder auf. Da gehen wir lieber auf Abstand. Versuchen auch immer wieder seine Hand zu treffen, was uns leider nicht gelingt. Nur noch 7 Flakons. So. Au. Boah, jetzt dürfen wir bloß nicht die Nerven durchgehen. Au, ich habe gerade noch rechtzeitig trinken können. Das war falsch. Wir schwitzen langsam die Hände. So. Au, da hat er mich erwischt. Sofort aufstehen, was trinken. Stirb, Menos. Seele von Manus. Und Dusk ist gerettet. 10 Menschlichkeit. Ja. So, sehen wir uns hier mal um. Erstmal ist da hinten ein Leuchtfeuer aufgetaucht. Zweitens ist hier eine Nebelwand. Also so eine Art Nebelwand. Also die können wir nicht passieren. Und irgendwo müsste hier auch noch eine Art Sarg sein. Wenn der nicht während dem Kampf kaputt gegangen ist.
Was ich aber nicht so wirklich glaube. Also erstmal Leuchtfeuer entzünden. Ich brauche da definitiv gleich eine Pause. Und aufsteigen. Wille 30. Danke, hat sauber gelangt. Ja, Dusk liegt hier. Hey Dusk, wie geht's dir? Okay, Dusk ist im Eimer. Und genau, hier ist die Mitte. Hier haben sie wohl Menes ausgegraben. Und wir haben ja Menes Seele jetzt. Seele von Manus, dem Vater des Abgrunds. Diese außergewöhnliche Seele ist eine Ansammlung reiner Menschlichkeit. Der alte Manus war einst ein Mensch, bis er seine Menschlichkeit verlor und zum Vater des Abgrunds wurde. Auch dann noch suchte er ewig nach seinem zerstörten Anhänger. Ja, wir haben einen Teil des Anhängers und Chester hat auch einen Teil, deswegen sind wir beide hier gelandet. Ja. Und hier war wohl Menes begraben. Meine Theorie ist, dass Menes der letzte Dark Lord war. Also derjenige, die die vier Könige zum Dark Lord gemacht haben. Und er wurde dann eben hier verbuddelt. Und dann kam eine Schlange, ich würde mal sagen, tippen darauf ist es Fremd gewesen, und hat gesagt, buddelt den Dark Lord aus und foltert ihn, dann bekommt ihr seine Macht. Also ja, eigentlich wollte er, dass der Dark Lord wahrscheinlich ausgelöscht wird. Da Fremd und Carve sich nicht so sehr im Einigen sind, was nun der richtige Weg ist. Also Fremd dient den Göttern, also Gwyn, während Carve dem Dark Lord dient, der Finsternis. Und ja, ich würde mal darauf tippen, dass Menes der Versuch war, den Dark Lord wieder zu gebären. Also den Pygmäen, den man im Intro gesehen hat. Doch leider haben die Siegler in Neulondo und Artorias das Ganze zunichte gemacht. Und Fremd musste sich nach neuen Möglichkeiten umsehen. So würde er wahrscheinlich dann auf uns kommen. Aber ja, es gibt die Theorie, dass Menes, der Pygmäe selber ist, also der erste Inhaber der dunklen Seele. Ich glaube, er ist der Nachfolger gewesen. Also der letzte Dark Lord. Und das sieht ganz komisch aus, wie meine Füße da stehen, wenn ich da drauf stehe. Halber gebrochen. Nein, ich stehe da nicht so drauf. Ja. Das ist mein Eindruck. Und dass Menes halt dann durchgedreht ist, als Olasil ihm den Anhänger weggenommen hat, den man wahrscheinlich braucht, um die Dunkelseele zu kontrollieren, wenn sie nicht vollständig ist. Weil wie gesagt, die Dunkelseele besteht aus reiner Menschlichkeit und Menes Menschlichkeit ist ja amok gelaufen. Und das würde das Ganze wohl erklären. Dass man als neuer Dark Lord den Anhänger braucht, weil sonst die Dunkelseele einen nicht gehorcht. Die übrigens meiner Meinung nach auch Schuld am Finsterzeichen ist, am Darksein. Ja, Dark Soul, Darksein. Gut, jetzt teleportieren wir uns aber endlich mal hier raus.